natürlich vom Theater und habe eine ganz normale Schauspielausbildung gemacht an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg und habe dann eigentlich alles gespielt, was junge Schauspielerinnen so spielen. Meine erste Rolle war das Gretchen im Faust und dann habe ich sämtliche blonde, junge Liebhaberinnen gespielt, die man so spielen kann. Ich habe mich sogar getraut, im Musical zu singen. Und ich bin unglaublich gerne am Theater gewesen, aber als ich dann meine Kinder gekriegt habe, da war Schluss mit Theater und da bin ich dann so langsam zum Erzählen gekommen. Ich habe mir dann einen Wunderkasten bauen lassen. Mit dem bin ich dann mit einem indischen Kostüm als Märchenerzählerin in Kindergärten und Schulen gegangen und habe Märchen erzählt. Am Anfang habe ich dann Bilderbücher geschrieben, aber als die Kinder größer wurden, da hatten die keine Lust mehr auf Märchen und Geschichten und so bin ich zum Sachbuch gekommen. Das Besondere an meinen Büchern ist, dass ich immer Experten treffe, die hautnah an den Dingen dran sind. Für Napoleon, da war ich diesen Sommer in Paris und da habe ich einen Nachfahren von Napoleon getroffen. Und die Napoleon hatte natürlich viele Briefe immer nach Hause an seine Familie geschrieben. Und dieser Nachfahre hatte all diese Briefe gelesen und der konnte mir natürlich Informationen geben, die ich nicht aus Büchern kriegen kann, sondern nur von Menschen. Anfang eines neuen Projekts lese ich mich immer durch einen riesen Bücherberg und ich bereite mich damit vor, dass ich Filme gucke und dazu lade ich mir gerne Freunde ein und gucke die auch mit meiner Familie. Dort in der Gegenwart Gottes verstand ich endlich, wie meine Liebe uns alle von den Mächten der Finsternis befreien konnte. Hallo Jungs. Hallo Mama. Na, schön, dass ihr gekommen seid. Ihr wisst ja, ich treffe heute diesen Vampirforscher. Ja. Und ich wollte ja von euch wissen, ob ihr noch Fragen habt, die ich dem stellen kann. Ja. Wer hat Fragen aufgeschrieben? Ich. Okay, wer fängt an? Ich. Ja. Können sich Vampire eigentlich in Fledermäuse verwandeln? Gibt es überhaupt Vampire? Ob der Erfinder von Graf Dracula irgendein Vorbild gehabt hat, irgendeinen Menschen oder ob er keins hatte? Ich wollte fragen, wie viele Menschen es auf der Erde gibt, die an Vampire glauben? Prima. Klasse, klasse, klasse. Nehme ich mit und frage ich den Herrn Neumann. Dracula ist ja ein sehr junger Vampir. Den gibt es ja erst 100 und ein paar Jahre. Also 1897 hat Dracula die Weltbühne betreten und davor gab es natürlich schon jede Menge Legenden. Die wichtigsten Legenden stammen aus dem Jahrhundert davor, die wir heute noch kennen, aber die Volksglaubenserzählungen gehen weit zurück bis nach, ja, sagen wir mal, 4000 vor Christus. Ich wollte fragen, wie viele Menschen es auf der Erde gibt, die an Vampire glauben? Sehr viele, nur keiner gibt's zu. Dann noch, ob der Erfinder von Graf Dracula irgendein Vorbild gehabt hat, irgendeinen Menschen oder ob er keins hatte. Zum einen war Stoker von der Vampir-Thematik total begeistert und wollte unbedingt einen Vampirroman schreiben und hat dann seinen seinen Star, also er war Theatermanager und den Schauspieler, den er gemanagt hat, den hat er sozusagen als Vorbild genommen. Ein großer, stattlicher, gut aussehender Mann. Und erst später ist ihm dann eingefallen, war, weil er Kenntnis gekriegt hat von dem historischen Dracula, dass er das miteinander verbinden kann. Ob sich Vampire auch in Fledermäuse verwandeln können, wenn sie wollen?
Nein, das ist wieder eine Umkehrung, die nicht stimmt. Der Film hat diese Umkehrung entdeckt, weil in den frühen Filmen war es sehr viel leichter, wenn sich der Vampir in eine Fledermaus verwandelt, als wie zum Beispiel in Wolf oder sonst irgendwas. Deswegen hat man die Vampir-Fledermaus sozusagen in den Vordergrund gerückt. Aber Vampire und Fledermäuse haben insofern schon was miteinander zu tun, dass sie beide auf die Nacht gehören. Aber dass jetzt die Fledermaus das wichtigste Verwandlungstier ist, das ist der Film dran schuld. Gibt es überhaupt Vampire? Diese Frage muss man mehrschichtig beantworten. Also als real existierende Wesen gibt es keine Vampire. Es gibt keine Wesen, die nachts durch die Gegend rennen und über Friedhöfe und irgendwelche Leute beißen. Aber als Gestalten, die so in der Zwischenwelt zwischen Gut und Böse leben, also so praktisch wie Engel, also als Gestalten des Glaubens oder des Volksglaubens, gibt es Vampire sehr wohl. Sag mal, wir machen gerade hier diesen Film und wir wollten eine realistische Porträtszene machen. Und das Realistischste, was man über mich sagen kann, ist ja, dass ich dich jeden Tag anrufe. Ich rufe dich jetzt gleich mal an und du sagst Dagmar hier oder so und ich sage dann, du Dagmar, ich wollte dir nur schnell sagen, es hat geklappt, wir treffen den Mythenforscher Hans Meurer. Und du sagst dann, wie du immer sagst, oh, wie wunderbar. Und dann sage ich, ich berichte dann, tschüss, mehr ist nicht, okay. Entschuldige. Entschuldige, bitte. Okay, ich versuch's nochmal, Dagmar. Tschüss.